So, hallo Leute, heute machen wir mal eine kleine Wanderung. Und zwar mache ich mich auf von der Bergoase, von unserem Campingplatz, hier hinter mir zu den Schrammsteinen und Affenstein und kleine Liebesnest und wie sie alle heißen. Und da gibt es noch einen schönen Rundweg und den habe ich vor, mal ein bisschen zu machen. Und ja, jetzt müssen wir allerdings erst runter ins Kirnitschtal, da wo wir die Tage schon mal unten waren, und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Und wenn es ein bisschen rauscht, tut mir es leid, denn heute ist es ein bisschen windig. Aber da bin ich eigentlich auch ganz froh drum, weil es ist nicht so heiß wie die letzten Tage. Also, bleibt dran. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Das ist jetzt eigentlich auch mal interessant, so zu laufen, und zwar, dass man am Anfang erstmal bergab muss, und das eigentlich gar nicht so wenig, um dann später wieder hoch zu gehen. So, allerdings muss ich dann später, also so zum Schluss, dann ja auch wieder hoch. Na gut, ich wollte es so haben. Ja, ist das nicht ein Zufall? Da kommt auch schon meine Bahn. Ich glaube, das ist ein offizieller Weg hier. Offizieller Wanderweg, Sächsische Schweiz. Ja. So hard to see from the moment we arrived. Wieder hoch zu diesem Rundweg. Mal gucken, ob ich den gleich finde. I think of you and of all I should have done. Und wie ich es vermutet habe, geht es ja auch wieder ganz schön knackig hoch. Aber der Weg ist zumindest so, das ist ein Radweg. Also an alle Mountainbike-Fans und sonstigen E-Bike-Fahrer, hier habt ihr auch euren Spaß. Ja, man denkt so, wenn man hier hochläuft, naja gut, geht schon, viel Wald, ein bisschen Höhe, und dann auf einmal, bam, wow, das sieht doch geil aus, oder? Sieht das geil aus? Das ist hier sogenannte Zeltwiese, da kann man scheinbar auch wild campen. You told me the thing would shape our form, but you.
Das ist echt toll hier. Also, allerdings bitte ohne Hund machen. Das kann man mit Hund auf keinen Fall. Es funktioniert nicht. Außer ihr habt einen Hund, der gerne Treppen steigt oder Leitern. Der gerne Leiter steigt. Dann könnt ihr das gerne machen. Weiß ja, irgendwo gibt es so ähnliche Leiter. Die heißt, glaube ich, auch Himmelsleiter. Aber mir fällt jetzt nicht ein, wo die ist. Falls es euch einfällt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich glaube, hier kommt noch eine Leiter, oder? Ich hoffe mal, da oben ist irgendwo ein Hubschrauber, der mich dann abholt. Oder muss mir das Ganze hier auch wieder runtergehen? Oder vielleicht eine Seilbahn wäre auch cool. Ja, das hat sich gelohnt, ne? Hier hoch. Nicht schlecht. So. Leute, da drüben, hier. Da ist Mittelndorf. Da ist unser Campingplatz. So, mein Statement zu den Schrammstein-Aussichten. Das ist unbedingt sehenswert. Es kostet ein bisschen Überwindung, also man sollte schon ein bisschen schwindelfrei sein. Also es gab da oben ein paar Leute, die
hier ein bisschen gejammert haben, wie komme ich hier wieder runter. Denn so wie man hochgeht, muss man auch wieder runter. Wobei der andere Weg nicht ganz so schlimm ist, aber trotzdem auch nicht unübel. Also überlegen, was er da machen wird. Auf jeden Fall, ich würde es empfehlen. Tja, und hier schließt sich jetzt der Rundweg der Schrammsteiner Aussichten. Das habe ich jetzt hinter mir. Und den Rückweg, der jetzt noch ansteht, den denke ich, den muss ich nicht filmen, das ist für euch nicht ganz so spektakulär. Und ich hoffe, ihr bleibt mit dabei, wenn es auch beim nächsten Mal wieder heißt. Micha aus Hipp macht einen Film. Ciao, bis bald.